So, meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. was wollte ich sagen? Heute, soll ich neu anfangen oder nicht? Ja, ja. Oder mach weiter, ist okay. Wir sind doch real. Ja. Wir keep mit 100. Scheiße, nicht was? Heute stelle ich wieder einen Sponsor vor und es ist wieder eine von Benny und es ist wieder keine Standard-Harley oder Sponsor, sondern was Besonderes. Und ihr habt es auf dem Bild schon gesehen. Ich zeig's euch mal. Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't have regrets, I know what's next. She need a fresh, I'll be back in a sec. Look at them legs, don't make me beg. Back to the room, let me show you my bed. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Could look at you all day, watch the way them hips sway. Love your body so I pray, don't you dare take it away. Can't control what I say, lost my mind cause your frame. Hey girl, what's your name? Lit me up just like a Wir werden auch gleich eine Runde drehen, aber vorher schauen wir uns das Bike natürlich mal an und lassen es uns vom Erbauer mal erläutern. Oh, erläutern? Ja, ja, integriert. Ja, da ist das gute Stück und da ist der Benny. Und ja, kannst du mal raushauen, was war die Ausgangslage, was hast du umgebaut? Ist ja einiges umgebaut, wie man sehen kann, ne? Wenn man so schnell überfliegt. Und ja, was war die Ausgangslage, womit habt ihr losgelegt? Diesmal war es eine 2007er Sportster, also selber Motor, aber 1200, ne? 1200 Kubik, ja, aber Einspritzunganlage diesmal. Ja, stimmt, kein Vergaser, ja, sondern Einspritzer. Der eine große Unterschied, also mehrere Unterschiede, aber in dem Fall die Nummer und Speichenfelgen. Also das sind die Originalfelgen. Andere Reifen nur. Ja, Speichenfelgen immer geil. Ja, ja, für sowas braucht man Speichenfelgen, ne? Gussfelgen. Und ja, dann haben wir einmal alles runtergeschmissen und einmal neu aufgebaut. Wir haben mit schwingenden Heckfender montiert. Hier die CC-Bar. Ja. Am Fender. Verschraubt, ne? Hier, oder? Ist verschraubt, ja. Ist ja auch so eine Art Eigenkreation, oder? Ist komplett Eigenbau. Genau. Da auch mal die Bewegung. Diese, also es ist halt brutal, wie Harley schütteln. Ne? Ja, halt gerade eine Sportster, ne? Ja, brutal. Brutal. War ja alles frisch lackiert, ne? Alles gemacht und getan und alles mit Gummi. Mhm. Guck, dass das hier, vergiss es. Einfach vergiss es. Aber das Heck sieht jetzt schon clean aus, ne? Ja. Ja, ja. Sieht auch sehr, sehr also Bobber-mäßig so. Mhm. Zum Beispiel die Triumph Bonneville Bobber, die hat ja so ein ähnliches Heck so. Ja. Genau. Ich finde, das ist halt wichtig, dass es mit den Winkeln und alles stimmt. Ne? Also in dem Fall jetzt ist es ein bisschen länger, als ich es normalerweise machen würde. Aber da die ja wirklich dieses Mal zum Fahren gebaut ist, haben wir halt auf Regenschutz geachtet. Ja, ich auch. Also mittlerweile ja. Am Anfang war ich nicht so überzeugt. Ich wollte das alles ein bisschen enger. Die Sissy Bar ein bisschen steiler, aber eigentlich gefällt es mir so ganz gut. Ja. Ich finde es cool, ja. Und ansonsten hier Tank? Tank ist... Ja, ist ein zugekaufter Tank. Da haben wir jetzt nicht so viel dran gemacht. Die Lackierung? Lackierung, ja klar. Ja, die ist. Und Tanklift. Ansonsten ist das der. Ja, das ist halt dieses 70er Jahre Japan-mäßige, so, ne? Der gesamte Look so, ne? Ja, das war so ein bisschen die Idee, ne? Ich gucke ja länger schon diese ganzen Jungs Zen Motorcycles und so. Und ich finde das ja total geil. Und ich will mich da jetzt so ein bisschen reinfuchsen und dann irgendwo musst du anfangen. Dann dachte ich, fangen wir mal mit einer Sportster an. Und dieses Schwarz-Grün war so gewollt oder hat sich so entwickelt einfach? Das war die Wahl vom Besitzer. Ah, okay. Das war auch die Ausführung. Also da habe ich nichts mit zu tun. Das hat der Besitzer so entschieden. Ja. Und aber hat er gut gemacht. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde es auch frisch, ja. Nicht zu viel. Ne? Das ist immer die Gefahr mit diesem Metal Flake. Das wollte ich gerade sagen. Ich finde auch die Kombi geil hier mit ganz normal Schwarz und dann die Flakes hier. Sieht schon geil aus. Wenn du jetzt so einen Chevrolet Starrahmen baust und ne, mit lackiertem Rahmen und volles Programm, dann voll drauf. Aber bei sowas hier finde ich so ein bisschen dezenter, finde ich ganz cool, weil es eben
Ne? Das ist, es wird schnell so Kims Bude. Ja. Und da bewegen wir uns ja eh schon immer sehr nah in diesem Bereich. Ja, ja. Weil das ist ja das Ziel. Ne? Du willst ja eine Kims Bude, aber in cool. Und ja, meiner Meinung nach hast du hier geschafft. Ja. Also wo wir uns vorhin getroffen haben, wo du angerollt gekommen bist, das sieht schon chef aus. Ja. Sag ich, wie es ist. Dann kommen wir zum Lenker, ja. mit den Griffen. Genau. Das ist ein V-Team-Lenker, die gab es mal so. Aber der Blinker ist ja gar nicht existent hier. Geil, ne? Ja. Das sind die Attos. Das war, wollten wir unbedingt mal ausprobieren mit diesen Atto-Haltern unten drunter. Mhm. Mhm. Finde ich gut. Und nur einen Spiegel sehe ich gerade. Ja. Weiß doch. Und die Griffe sind diese Ding. Genau, hast du ja schon Audi, diese neuen Audi-Griffe mit den Vans. Wollte ich unbedingt ausprobieren. Sieht man's? Ja, so. Geile Griffe. Also ich bin ja schon lange Fan von den, mhm, von den Vans-Griffen. Und davor waren das ja diese von Kult, mhm, zum Aufziehen. Die waren schon nicht schlecht, aber... Die, wo ich auch auf der Ding habe. Ja, genau. Ja. Aber wenn du halt lange Gabel, kurzer Lenker, du ziehst schon viel dran. Und du hast halt einfach das Problem, dass du die Griffe runterziehst. Du kannst festkleben, wie du willst. Und die sind hier verschraubt. Genau, die sind verschraubt. Also, wenn es keine Heizgriffe wären, sage ich, wie es ist, dann wahrscheinlich die. Ja. Die gibt es auch in verschiedenen Farben, ne? Ja, ja. Je nachdem, wie wild man ist. Ich finde preisintensiv, vor allem im Vergleich zu vorher. 20 Euro hast du ja vorher bezahlt für, ja, diese Gummigriffe. Die sind, glaube ich, bei 90 oder so. Aber die sind auch mit dieser Hülse, ne, wo du gemeint hast? Ja. Also aufziehen und also Plug-and-Play-mäßig. Ja. Muss nicht die Hülse noch besorgen. Uns sind also ein paar Details, die mir noch besser gefallen. Also du hast hier dieses Vans of the Wall-Design. Mhm. Du hast hier diesen Strich mit drin. Ne? Genau. Es ist alles ein bisschen enger und das Gummi ist nochmal... Griffig waren sie schon immer, ja, aber die anderen waren so ein bisschen squishy. Mhm. Ja, stimmt. Die sind ein bisschen härter, ne? Ja. Aber trotzdem Gummi. Ja. Ja. Stimmt. Mega, gefällt mir gut. Das Einzige ist, aber also müssen wir mal drüber reden, das Chrom. Das verkaufen die als Chrom. Das ist nicht Chrom. Das ist mehr so... Das ist Silber. Ja, ja. Ne? Aber gibt es auch in Schwarz? Ja, gibt es, okay, in Schwarz, perfekt. Rot, Gold. Ach so. Die, ja, ja, und die Griffe auch. Also du kannst alles mit allem quasi bestellen. Also du kannst Griffe mit Gold... Ich dachte, es gibt Griffe nur Chrom mit und Schwarz, nein, nein, und dann die Griffe in verschiedenen Farben. Nein, nein, nein. Kommt immer als Set, muss man als ein Set bestellen, aber gibt es in... Muss ich mir mal abchecken. Jede Menge Varianten. Ansonsten kommen wir zum Thema Obvious, ja, die Gabel. Man sieht, wenn man die Maschine so betrachtet, irgendwas ist anders. Ja. Ja. Was ist an der Gabel verändert? Ja, wir haben neue Standrohre rein gemacht, 6 Zoll länger als original. Ich habe einfach ein bisschen geguckt, gegoogelt, was gibt es so für Längen und was gibt es mit Bildern. In der meistens, also es gibt 2, 4, 6 und 8 Zoll, mhm, die Amerikaner natürlich wieder fahren. Mhm. 8 Zoll ist schon grob. 8 Zoll ist schon, also das hat mir auch optisch nicht mehr gefallen. 4 Zoll fand ich auch nicht schlecht, aber 6 Zoll hat mir halt am besten gefallen, ja, weil ich wollte diese angeschrägte Linie haben. Oh, und dann habe ich mich für 6 Zoll länger entschieden. Sieht schon geil aus. Ich finde es halt geil, wenn da auch Sachen sind, die du nicht so oft siehst. Du weißt, ich bin jetzt keiner, der auf Krampf irgendwas macht. Zum Beispiel, wenn ich diese Griffe haben will als Beispiel. Ne? Mhm. Und ich sehe die aber voll oft, würde ich sie mir nicht holen, mhm, weil ich sie ja trotzdem cool finde. Mhm. Aber ich finde es trotzdem geil, wenn man was Besonderes sieht, so wie das hier. Mhm. Die Felgengröße und so ist ja original, ne? Ist original, 19, genau, Zoll. Nur die Reifen hast du auch, genau, das sind irgendwelche Special, Schinko, Old School. Ja, Schinko-Reifen. Finde ich einfach klasse. Die sind von Preis-Leistung. Für das, was du bekommst, sind sie klasse. Du hast, oder klasse, das sind halt alte Reifen. Ne? Aber den Look haben sie auch, gut, sehen ja geil, ja, genau, aus. Und dafür funktionieren sie sehr gut. Ja. Also so ein Firestone-Reifen oder so ein alter Crocker, die funktionieren halt einfach auch so wie ein alter Reifen. Mhm. Und mit denen kannst du halt schon auch mal bei Regen fahren und die können auch ihre Schräglage und so. Das ist schon, und von der Preis-Leistung her sind sie halt echt, echt stark. Ne? Und du hast halt dieses schön bauchige, die... Da kann man jetzt drüber ein bisschen diskutieren. Es gibt die Firestones sind eckiger, mehr Autoreifen-Optik. Mhm. Die sind halt ein bisschen bauchiger. Mir gefällt das ganz gut. Und du kriegst sie halt in Deutschland. Das ist ja auch immer das Problem. Ne? Die anderen kriegst du dann nur über Ecken und Thema und Eintragung und so. Und die kriegst du halt einfach eingetragen und dann ist gut. Und jetzt kommen wir für mich zum Highlight. Ja. Die Auspuffanlage. The one and only Jekyll and Hyde. Ja. Komplettanlage, ne, für die Sportstar? Komplettanlage. Weil so klingt sie auch. Ich bin ja dir nachgefahren hierher. Und die klingt schon pervers, ne? Also ich habe bei mir ja auch da drüben, gerade vor ein paar Tagen, die Jekyll Hyde montiert. Zufrieden, alles wunderbar. Aber eine Sportstar kommt's nicht ran, ne? Ja, ein Jekyll Hyde ist es halt. Das klingt schon geil. Ja, und sie machen halt einfach ein gutes Produkt, ne? Kann man
Du kannst. Es gibt viele Hersteller und die haben alle ihre Daseinsberechtigungen, aber es ist schon, Jekyll und Hyde ist der Platzhirsch aus einem Grund, ne? Ja, ist schon gut. Und gerade wenn du jetzt eben so, wir wollten ja Oldschool-Optik, klar, und wir wollten kurz. Und mit den Slash-Cut-Endstücken, da kommt halt auch keiner ran, ne? Ja, das ist wirklich geil. Man hätte jetzt wieder eine BSL-Anlage montieren können, wie bei meiner grauen, aber dann bist du wieder bei der Thematik. Wobei man aber auch sagen muss, die graue, Moment, da filme ich mich selber mal. Wobei man auch sagen muss, die graue, die klingt schon geil. Die ist wirklich so, die ist keine Klappe, sondern ein normaler Auspuff. Ja. Die kannst du zu jeder Zeit, ich wollte gerade aufmachen, aber die ist ja immer so. Die kannst du jederzeit fahren und die klingt geil. Die ist nicht zu leise, die ist nicht zu laut, hat auch einen guten Klang von der Farbe her. Und ja, bei der hier, also wenn du mal zwischen so einem Dorf, zwischen den Gebäuden, bei den engeren. Ist laut. Ist laut. Ja, also, aber das ist auch das Gute an der Klappe, auf, zu, halb auf, wann so, immer du willst. Das ist genau das Problem, weswegen mich das bei der grauen auch nämlich genervt hat, ist das falsche Wort, aber die graue ist halt immer gleich laut. Und wenn ich halt zum Beispiel, also Tiefgarage und so, wenn das scheppert. Kannst du auch nicht zumachen, ja. Und dann, wenn du da mal nachts reinfährst und so, dann ärgerst du die Nachbarn unnötig. Und brauchst die Nachbarn halt, gar nicht nach Mehl oder Zucker fragen. So. Und das ist halt cool, weil du machst halt einfach zu und dann interessiert es keinen. Ne? Machst zwei Straßen weiter auf, da kennt dich keiner und weiter geht's. Ne? Yes. Und also Klappe ist schon geil. Klappe ist. Ich war lange kein Fan von Klappenanlagen, weil ich halt immer gesagt habe, dieses Oldschool und keep it real, aber nee, es ist. Man will ja doch nicht immer auffangen. Ne? Ja. Dann hätten wir eigentlich alles umfasst. Ne? Ja, Sitz haben wir noch. Ja, der Sitz. Das ist ein Eigenbau. Aha. Da habe ich mich ein bisschen. Aber. Also die Platte hat mir ein Kumpel zugeschnitten, das ist eine Edelstahlplatte. Und dann haben wir die zurechtgebogen und gebaut. Das ist ein bisschen immer die Problematik, wenn du sowas machst. Das kennen auch die meisten Sportler-Jungs. Die meisten Sitze sind zu flach und du rutschst immer nach hinten. Und das stört mich. Ja. Und, ja, hier hast du schon eine ordentliche Rampe, so ein bisschen. Ja, aber die brauchst du auch, das wirst du dann merken, wenn du fährst. Okay, weil bin ich gespannt gleich. Das ist, wenn sie flach ist, ist es schon nervig, weil du dich immer am Lenker festhältst. Das ist das, was auch oft ermüdet beim Sportsterfahren, ist so diese Kombination vorverlegte Fußrasten und dann hältst du dich immer am Lenker fest. Die sind vorverlegt, ne? Sind vorverlegt, müssen vorverlegt sein, wenn du Jekyll mit komplett kümmern. Ah, okay, ja. Und deswegen habe ich dieses Mal, oder habe ich das mit dieser Rampe gemacht, weil du halt einen richtig guten Halt hast. Gerade jetzt, wo du ja eh nach hinten rutschst, ne, aufgrund der langen Gabel, das anders wollte ich es nicht. Also ist schon gut. So, ich habe das Mikrofon jetzt angeschmissen, denn wir machen mal einen kleinen Soundcheck. Die Sportster wurde ja 2020 eingestellt. Und ich denke, wenn Leute in den letzten Jahren zu Harley gekommen sind, dann wissen sie gar nicht mehr, wie so eine Sportster klingt. Vor allem, ich finde, also ich, nee, warte mal. Doch. Du siehst gar nicht mehr so oft, ne? Nee, siehst du, also doch, aber beim Harley-Händler jetzt nicht mehr, ne? Ja. Klar. Und, Also. Ja. Und die Sportster mit einer Jekyll-Anlage ist halt die lauteste Harley, die du haben kannst. Also eine, das klingt auch geil. Ja. Ja, weil du halt noch diese Drehzahl und du hast diese Bewegung drin. Also sogar eine Twincam geht auch ab, das wissen wir ja. Mhm. Aber ich finde, wenn es so um dieses Nervfaktor. Rotzige so. Ja, dieses Rotzige, da kommt einfach nichts an Sports heran. Das ist auch immer eigentlich witzig, wenn du dann die schick gemachten Breakouts hast und dann fährt eine Sportster vorbei und ist halt einfach lauter. Ja. Das ist schon immer geil. Laut. Wirklich lauter. So, dann schmeißen wir sie mal an. Ja. So, das ist Klappe zu, ne? Klingt schon. Mikrofon ist schon begrenzt, wenn ich so alles. Also klingt schon geil. So, dann würde ich sagen, steigen wir mal auf und drehen eine Runde. So Leute, Helm ist aufgezogen. Ich bin richtig gespannt. Ich habe auch ein bisschen Respekt, sage ich euch, wie es ist. Weil er hat mir gerade gesagt, das Ding hat 85 PS. Das hat er im Video jetzt gar nicht erwähnt. Und ja, einfach Sportster ist jedes Mal aufs Neue eine geile Angelegenheit. Ist einfach so. Und es wird wahrscheinlich ein komplett neues. Oh, jetzt weiß ich, was er mit dem Sitz meint. Ja. Weil er meinte, hey, 50 Kilometer, okay, danach hast du keinen Bock mehr. Ich hoffe, die Optik von der Kamera passt. Ist die Klappe zu oder auf? So, dann legen wir los. Noch kurze Infos bekommen.
Ah, die Sitzposition. Ah, der Sitz ist, ja, ich weiß absolut, was er meint. Boah, wie die einfach klingt, ne? Ich hoffe, das kommt im Video einigermaßen rüber. Ich mache mal die Klappe zu, damit es nicht zu windig ist. Ich muss auf jeden Fall erstmal ein bisschen reinkommen. Jetzt von einer großen Tour. Boah, wie laut die ist, wie geil die klingt. Ey, ich muss aufhören, mich mit Benny zu treffen und immer Sportstars zu fahren, weil ich kann mich nur wiederholen. Ich konnte mein Ding mit der Sportstar gar nicht so richtig zu Ende leben, weil nach 6 Wochen schon der Unfall war und die danach Schrott war. Guck, wie die klingt. Guck mal. Oh Mann. Guck mal, gerade wenn man den Gashahn leicht hält, so leicht beschleunigend. Guck mal. Boah, ich hoffe, es kommt im Video einigermaßen rüber. In welchem Gang bin ich denn? Okay, jetzt sind wir im ersten. Fangen wir wieder an. Geile Teile dieser alten Evo-Motoren sind. Und man kann gar nicht aufhören, Gas zu geben, ne? So geil. Und ihr wisst ja, also was ich gerade echt aufnehme ist, ihr wisst ja, wenn man nach links fährt, dann lenkt man ja ganz minimal nach rechts, ne? Nachdem die reingeneigt ist so. Und ich finde, bei der Maschine mit der längeren Gabel und dem Lenker spürt man das extrem, ne? Bei der Tourer ist es ja noch so, dass ich eher das Gefühl habe, dass ich sogar noch reinlenke. Hier ist es so, dass man in der Kurve wirklich merkt, dass man eigentlich in die falsche Richtung lenkt. Ich weiß nicht, ob ich es rüberbringen kann, was ich meine. Ab einer gewissen Schräglage kriegt man brutal das Gefühl dafür. Ich muss immer wieder checken, in welchem Gang so. Eins. Der Brudi wartet auf uns. Ja. Und ich sag's euch, mit dem Setup hier von dem Bike kriegt man einfach so Easy Rider Vibes. Weil man einfach hier die Hände nah beieinander hat und die höhere Gabel und so, ist einfach geil. Einfach sexy. Also wenn ich eine Sportster hätte, dann würde es wahrscheinlich in eine andere Richtung gehen. Aber aufgrund, ja, das werdet ihr dann sehen, falls es irgendwann soweit ist. Aber ja. Jetzt weiß ich, was du mit dem Sitz meinst. Aber der Sound ist abartig. Geil, ne? Luke wieder zu. Die ist einfach geil. Guckt euch mal an. Wie geil das Teil ist. Ich hätte gern eine Drohne, die mich hier so parallel verfolgt so, und diese sexy Aufnahme macht von mir. Boah, ist das geil. Wir müssen mal bei irgendeiner Kurve anhalten und dann sage ich dem Benny, Bro, nimm mal auf, wie ich vorbeifahre. Das muss so cool aussehen. Okay.
So Leute, jetzt mache ich ein, zwei so Drive-Bys und der Benny filmt. Ich lege das Mikrofon hier hin, das heißt, ihr werdet mich nicht hören, aber dafür die Maschine. Zack. Bist bereit? So sexy. Und ich sage euch, wie smooth der Leerlauf reingeht. Da hat der Mechaniker gute Arbeit geleistet. Das ist ja abartig. Guck mal, boop. Ich mein's ernst. Ich bin noch keine Harley gefahren, die so geil den Leerlauf reinscheppert. Alles eine Sache der Einstellung. Ja. Sah ich so gut aus, wie ich mich gefühlt habe? Ja, auf jeden Fall. Stabile Seitenlage. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe so gut ausgesehen, wie ich mich gefühlt habe. Das ist absolut ein geiles Bike und einfach das, was Geiles gezaubert, sage ich, wie es ist, Benny. Und macht einen Heidenspaß zu fahren. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Und danke nochmal an Benny, dass ich hier fahren durfte. Immer gern. Und wir drehen wahrscheinlich noch eine Runde jetzt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal und ciao.